Montag, 13. August 2018, 0.14 Uhr, Meister FC Barcelona hat den spanischen Supercup 2:1, 1:1 gegen Pokalsieger FC Sevilla gewonnen. Die Führung des Copa del Rey-Gewinners durch Pablo Sarabia, 9. Minute, konnte Gerard Piqué in der 42. Minute ausgleichen, nachdem Lionel Messi zuvor mit einem Freistoß nur den Pfosten getroffen hatte. Den Siegtreffer für Barcelona erzielte Ex-BVBler Ousmane Dembélé in der 78. Minute. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Messi in der gegnerischen Hälfte traf der 21-Jährige mit einem prächtigen Schuss aus 20 Metern halbrechter Position die Unterkante der Lanterne, von wo aus der Ball ins Tor prallte. Ter Stegen hält den Sieg fest. Aufregung gab es noch einmal in der Nachspielzeit. Nach einem unglücklichen Zusammenprall im Strafraum der Katalanen entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Marc-André Ter Stegen konnte jedoch den schwach nach rechts geschossenen Elfmeter des eingewechselten Wissam Ben Yedder festhalten, 90:1. Für den FC Barcelona, bei dem in der 86. Minute der Ex-Münchner Arturo Vidal sein Debüt gab, war es der erste Supercup-Erfolg seit 2016. Auch damals setzte man sich gegen den FC Sevilla durch, allerdings noch in zwei Partien. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb zum ersten Mal in nur einer Begegnung entschieden, auf neutralem Platz. Spielort war das Stade IBN Bettauta im marokkanischen Tangier. FC Sevilla, FC Barcelona 1:2, 1:1, 1:0, Sarabia, 9. 1:1, Piqué, 42. 1:2, Dembélé, 78. Sevilla, Wacklick, Mercado, 85. Ben Yedder, Kerr, S. Gomez, Navas, Banega, Roc, Mesa, Escudero, Sarabia, 71. Alex Vidal, F. Vázquez, Muriel, 60. André Silva, Barcelona, Ter Stegen, Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Rafinha, 46. Rakitic, Busquets, Arthur, 53. Coutinho, Messi, Suarez, Dembélé, 86. Arturo Vidal, Schiedsrichter, Carlos Del Cerro Grande, gelbe Karten, F. Vázquez, Roc, Mesa, Alex Vidal, Busquets, Ter Stegen, Lenglet, besondere Vorkommnisse, Ter Stegen hält Foul-Elfmeter von Ben Yedder, 90:1.